Wir bei Johannes Hübner entwickeln und produzieren Sensorik für die Schwerindustrie sowie Motoren, Generatoren, Energie- und Antriebssysteme nach Maß. Dabei konzentrieren wir uns hier in Gießen wie kein anderer Sensorikhersteller auf Drehgemisssysteme für Heavy-Duty-Anwendungen. Also die Basisindustrie mit Kunden in aller Welt, wie zum Beispiel Siemens, ABB oder auch Buderus hier in Wetzlar. Unsere ursprüngliche Kernkompetenz, die Gleichstromtechnik, mit der das Unternehmen 1934 in Berlin gegründet wurde, haben wir schnell weiterentwickelt und unser Unternehmen von der Analogtechnologie durch die digitale Transformation in Richtung softwareunterstützende Systeme geformt. Mit unserer hochmodernen Softwareentwicklung sind wir vom Sensorikhersteller zum ganzheitlichen Systemanbieter gewachsen und heute einer der globalen Marktführer. In den Kranbrücken internationaler Häfen laufen zum Beispiel unsere Geräte. Unsere Drehgeber schützen die gigantischen Schaufelräder in den weltweiten Tagebauten durch hochmoderne Drehzahlüberwachung. Unsere Systeme sichern die kapitalintensiven Anlagen unserer Kunden. Aber eins ist bei allem Wachstum und aller Veränderung geblieben. Wir sind im Vergleich zu unseren Marktbegleitern nach wie vor Inhaber geführt. Das klingt vielleicht erstmal sehr traditionell und bodenständig. So sind wir aber auch. Aber die Nähe, der Geist, der hier herrscht und alle umtreibt, geht ganz klar in eine Richtung. Innovation, Förderung und Evolution. Unsere Johannes Hübner Stiftung fördert Universitäten und innovative Doktor- und Forschungsarbeiten. Wir wollen gutes Wissen weitergeben. Unser Innovationsprogramm ABDOK ist aus unseren eigenen Zielen und aus unserer eigenen Dynamik entstanden. Hier suchen wir Querdenker, wir suchen Ideengeber, wir suchen kreative Köpfe. Diesen stellen wir ein innovatives Umfeld mit Räumen, kaufmännischem Denken sowie unserem technischen Know-how zur Verfügung. Erste Erfolgsbeispiele sind die Beteiligung an Store Plus und die Gründung des IT-Werks Gießen. Es ist unglaublich zu erleben, welche Dynamik hier immer wieder entsteht. Und da sind wir. Wir sind ergebnisorientiert, wir möchten neue Wege gehen und neue Bereiche erschließen. Unser Kapital ist das Wissen unserer Menschen. Das ist unsere Haltung. Das ganze Denken und das ganze Handeln haben wir den Antrieb von Frau Riedl-Hübner zu verdanken. Sie pusht uns, sie möchte das Unternehmen zukunftsfähig machen. Ihr und wir alle hier bei Hübner haben diesen tollen Preis verdient. Weiter geht's.